mir zusammen. Ich habe davon auch ein Bild. Das ist mein Papa, meine Mama, meine Schwester, ich und dann mein Mann und ganz wichtig unser Hund Lili. Und wir sind ein Team. Wir heißen Morntag und wir machen Webgeschichten, Printgeschichten, Content-First-Geschichten. Vor allem mit WordPress, vielleicht habt ihr davon schon mal was gehört. Das ist ein ganz beliebtes CMS für Webseiten oder eben auch für Content-Verwaltung. Genau, ich möchte gar nicht zu viele Worte verlieren. Wenn ihr irgendwas noch wissen müsst, dann kommt doch nachher auf mich zu, dann plaudern wir gerne noch ein bisschen. Was kommt dir in den Sinn, wenn du Kreativität hörst? Könnt gerne mal was reinrufen. Was denkt ihr, wenn ihr Kreativität hört? Super. Struktur. Fantasie. Inspiration. Cool. Ja, das sind schon sehr treffende Begriffe. Bei mir war Kreativität lange so ein Begriff, der irgendwie so aussah. Das bin ich. Und ich habe schon immer eigentlich viele Farben, viele Töne, Laut und Chaos vielleicht auch, eigentlich gemocht. Und das hat dazu geführt, dass viele Leute mich kreativ genannt haben. Und das ist doch oft so das, was wir denken, ja, kreative Menschen sind total unorganisiert, die sind vielleicht auch mühsam, mit denen zusammenzuarbeiten. Es geht vor allem hier um Gestaltung bei Kreativität. Und eigentlich, wenn wir den Wortstamm anschauen von Kreativität, dann stimmt das gar nicht. Ich habe nämlich mal in den Duden geschaut und Kreativität heißt, wir haben eine schöpferische Kraft, wir haben Ideen und wir haben ein kreatives Vermögen. Das klingt jetzt sehr abstrakt, aber grundsätzlich ist hier noch gar nicht Kunst mit dabei. Oder auch nicht Chaos, auch nicht Fantasie. Es ist eigentlich etwas, was alle brauchen, wenn sie Unternehmer sein möchten. Also alle müssen Ideen haben, sonst bist du einfach ja, du hast dann keine Umsätze, wenn du keine Ideen hast. Und das muss sein. Deshalb, Kreativität ist eigentlich sehr wichtig für unsere Industrie. Als ich dann im Duden war, habe ich auch gefunden, dass wir zur Kreativindustrie gehören. Die Kreativindustrie, ich habe das mal zusammengefasst, es sind Musik, Bücher, Kunst, Film, Rundfunk, darstellende Künste, Design, Architektur, Presse und Werbung. Also wahrscheinlich auch die meisten hier arbeiten in der Kreativindustrie. Und das ist ja eigentlich schon mal was sehr Spannendes. Und doch, als ich dieses Wort gelesen habe, Kreativindustrie, habe ich so ein bisschen lachen müssen, weil für mich sind das im Kopf so zwei Gegensätze. Kreativität und Industrie klingt doch irgendwie so, das passt irgendwie nicht zusammen. Weil Kreativität heißt eben Neues schaffen, Ideen haben und Industrie heißt irgendwie multiplizieren. Industrie heißt für mich auch etwas immer wieder machen, damit wir etwas verdienen oder etwas produzieren können. Und diese beiden Dinge, die müssen wir irgendwie zusammenbringen. Und das ist eigentlich das Spannende an unserer Industrie. Und das ist auch das, was ich so spannend finde an unserer Branche, weil wir einerseits Ideen haben müssen und diese andererseits auch wertschöpfend umsetzen können müssen. Und das ist eigentlich wirklich so spannend an dieser Industrie. Für diese Industrie gibt es so ein Modell, das heißt Innovation Cycle. Das ist aus einem Buch von Tina Selig, das heißt Creativity Matters oder so. Ich kann euch gerne den Link schicken, wenn euch das interessiert. Das ist ein sehr spannendes Buch und sie hat das Silicon Valley untersucht, also die Firmen, die Apple, Google und all die Firmen, die dort bei Amerika im Silicon Valley sind. Die hat sie untersucht und hat geschaut, was macht diese Firmen aus? Also wie funktioniert eine Industrie, die andauernd kreativ sein muss? Und da gibt es so einen Kreis, der startet mit Imagination, also mit etwas Ausdenken. Der geht weiter mit Kreativität. Wir nutzen Vorstellungskraft, um bestehende Probleme zu lösen. Ich habe das mal probiert, so mit einem Pflaster darzustellen. Also wir müssen irgendwie ein Pain kennen von unseren Kunden und müssen den irgendwie lösen. Das ist eigentlich eine kreative Aufgabe. Und dann kommt Innovation. Wenn wir dann die Ideen haben, müssen wir die ja irgendwie umsetzen können. Also wir müssen irgendwie vielleicht uns auskennen, wenn es um Werkstoffe geht. Dann müssen wir neue Dinge erfinden, damit wir unsere Idee umsetzen können. Und schlussendlich, als ganz letzter Punkt, kommt das Unternehmertum.
Also wir müssen Ideen umsetzen, wir müssen auch ein bisschen Geld verdienen, wenn wir zum Beispiel Leute anstellen möchten. Und danach beginnt dieser Circle wieder und wir verbessern die Idee. Und was mir dabei auffällt, ist, dass eigentlich drei von diesen vier Teilen, also Imagination, Creativity und Innovation, sind eigentlich kreative Disziplinen. Das sind Dinge, die wir brauchen, um erfolgreich zu sein. Und deshalb meine These: Langfristig erfolgreich kannst du nur sein, wenn du kreativ bist. Weil nur mit Umsätzen wirst du langfristig nicht rentieren. So funktioniert unsere Branche nicht. Und das finde ich so wichtig. Und jetzt ist eigentlich die Frage, ja, wie bringen wir das hin? Also wir müssen irgendwie kreativ sein. Wie schaffen wir das, in einem Team erfolgreich zu sein und neue Ideen zu entwickeln? Kreativität führt zum Erfolg. Das ist jetzt meine These. Und jetzt sagst du vielleicht, du spinnst, das stimmt gar nicht. Doch, das stimmt. Es gibt ganz viele Geschichten von kreativen Menschen. Ihr kennt alle zum Beispiel den Gründer von Apple. Er war angetrieben, Steve Jobs war angetrieben von neuen Ideen. Und was ihr da auch sehen, ist, dass das eigentlich nicht ein neues Phänomen ist. Also Kreativität und Inspiration braucht man schon lange. Das sieht man zum Beispiel bei dem Wettlauf um die Zeit. Wer fliegt als Erster? Also nicht auf den Mond oder so, sondern wer fliegt überhaupt mal? Und da gibt es zwei große Namen. Der Samuel Pierpont Langley, vielleicht habt ihr von dem schon mal gehört. Von den Gebrüdern Wright habt ihr bestimmt schon mal gehört. Und die waren eigentlich so zwei Konkurrenten. Man war nie sicher, ja, wer schafft es jetzt als Erstes zu fliegen? Und eigentlich haben alle auf Samuel Pierpont Langley gesetzt. Er war von einer guten Familie, er hatte gute Bildung, er hatte viel Geld und damit viele Ressourcen, um das Fliegen auszutesten. Und er hatte auch mehr Aufmerksamkeit, also die New York Times und alle Zeitungen sind ihm überall hingefolgt. Also eigentlich, wenn wir das so mal jetzt einfach ganz neutral betrachten, eine super Voraussetzung für Erfolg. Gleichzeitig gab es auch die Gebrüder Wright. Sie hatten wenig Geld, wenig Aufmerksamkeit und auch fast keine Bildung. Also eigentlich recht doof. Und doch haben sie es als Erstes geschafft. Und heute sagt man eigentlich, das Erfolgsrezept von den Gebrüdern Wright war, dass sie sich gegenseitig inspiriert haben. Das waren nämlich nicht nur die zwei Brüder, sondern es waren viele Leute, die gesagt haben, hey, wir wollen fliegen. Und wir wollen nicht fliegen, um mehr Geld zu verdienen oder wir wollen nicht mehr fliegen oder eher fliegen, um berühmt zu werden. Wir wollen nicht fliegen, um die Aufmerksamkeit zu bekommen, sondern wir wollen fliegen, weil wir dafür brennen. Und das war eigentlich so der Punkt, weshalb die Gebrüder Wright zuerst geflogen sind. Und ich finde das schon spannend. Und das Ganze ist kein altes und kein neues Phänomen. Es gibt nämlich so eine Google-Studie, die hat gemessen, wann ist ein Team erfolgreich. Und dann haben sie herausgefunden, was macht ein Team erfolgreich. Und sie haben aber auch herausgefunden, was ist nicht wichtig. Achtung, es geht hier nicht um Punkte, die sagen, das ist schädlich, aber es geht um irrelevante Dinge. Erster irrelevanter Punkt ist, wie extrovertiert deine Teammitglieder sind. Also ob du jemanden im Team hast, der alles immer weiß und alles immer sagt und seine Ideen immer bringt, das ist nicht wichtig. Es ist auch nicht wichtig, welchen Bildungsgrad es in den Teams gibt. Also egal wie viele Professoren, Doktoren in einem Team sind, das ist nicht das, was definiert, ob ein Team erfolgreich sein kann oder nicht. Der nächste Punkt, das Alter oder auch das Dienstalter, das war auch nicht wirklich relevant. Achtung, ich sage nicht, dass durchmischte Teams schlechter sind, aber es ist nicht so wichtig in dieser Google-Studie. Also sie sagen, es ist nicht wirklich relevant, ob du jetzt viele Alte, viele Junge, eine große Mischung hast. Es geht um andere Dinge. Es geht auch nicht um den Workload. Also wie viel haben wir zu tun, arbeiten alle 100%, sind alle fast ausgebrannt oder nicht. Das war auch nicht relevant. Und der letzte Punkt, der nicht relevant war, waren die Standorte. Also sie haben sowohl verteilte Teams, wo ein paar Leute in Europa, ein paar in Amerika arbeiten, untersucht. Und sie haben Teams untersucht, die sich täglich sehen. Und es war kein Unterschied zu sehen in der Statistik zwischen diesen Teams. Also diese Punkte sind schon mal nicht wichtig. Was ist also wichtig? Und das ist eigentlich ja das Spannende. Sehr wichtig war die Zuverlässigkeit. Wenn ich meinen Kollegen sage, ich mache das,
und ich mache es auch tatsächlich. Das war wichtig. Wichtig ist Struktur und Klarheit. Das hat nicht so sehr mit Hierarchien zu tun, das formulieren Sie extra aus in dieser Studie, das hat mehr damit zu tun, dass ich weiß, was ist meine Aufgabe. Und jeder im Team hat eine Aufgabe. Das war auch wichtig. Auch die Bedeutung ist wichtig, dass Leute sich persönlich auch verbunden fühlen mit ihrem Job, dass sie denken, hey, was ich hier mache, das mache ich gern, das ist mir wichtig. Und auch umgekehrt die Auswirkung, also was ich hier mache, das hat Auswirkung. Ich kann etwas bewegen, ich kann etwas verändern. Wenn Leute im Team dieses Gefühl hatten, dann waren die Teams erfolgreicher. Und der letzte Punkt, den finde ich sehr wichtig, die psychologische Sicherheit. Also Google entwickelt ja sehr viele neue Ideen. Und da braucht es manchmal eine Idee, wo man sagt, ja, die ist jetzt vielleicht ein bisschen komisch. Und jetzt ist die Frage, was passiert, wenn ich eine komische Idee in meinem Team vorschlage? Lachen mich alle aus? Oder habe ich die psychologische Sicherheit, dass ich weiß, ich kann meine Ideen bringen und ich werde nicht runtergemacht, ich werde nicht ausgelacht, es wird nicht hinter meinem Rücken geredet, ich habe eine psychologische Sicherheit, dass ich hier Dinge austesten kann. Und das war der Punkt, der am allerwichtigsten war für den Erfolg eines Teams. Und ich finde es wirklich schön, weil ich mir überlege, das sind Dinge, die auch du beeinflussen kannst. Ob du jetzt ein Chef bist, ob du ein Azubi bist, ob du ganz neu im Team bist, schon lange im Team bist, du kannst diese Atmosphäre prägen. Es geht nicht so sehr darum, mit wem oder wo du arbeitest oder auch nicht, was dein Bildungsgrad ist. Es ist wichtig, wie ihr zusammenarbeitet. Deshalb sage ich gerne, Kreativität ist eine Gruppenarbeit. Es betrifft grundsätzlich alle. Auch wenn du vielleicht Buchhalter oder irgendwas bist, was man vielleicht nicht als kreativer Beruf bezeichnen würde, du kannst achten darauf, dass die Stimmung im Team Sicherheit gibt. Darauf, dass du Leute wertschätzt, weil das ist schlussendlich das, was Teams erfolgreich macht. Und das sage nicht ich, das sagt eine Studie von Google. Deshalb sprich mit anderen in deinem Team über deine Ideen. Such dir vielleicht auch Wegbegleiter, die müssen vielleicht nicht mal in deiner Firma sein. Und obwohl du in deiner Hierarchie vielleicht nicht weit oben stehst, du kannst Atmosphäre prägen und damit die Kreativität deines ganzen Teams befördern. Dann mein zweiter Punkt, Kreativität ist auch anstrengend. Manchmal scheiß anstrengend. Weil es klingt doch so cool, oder? Wir denken an Steve Jobs und denken, ah ja, der hat immer Ideen, ist cool. Aber was wir nicht sehen, sind die Momente, wo Steve Jobs einen neuen iPod nimmt, den ins Wasser schmeißt und sagt, da kommen Blasen raus, das muss noch kleiner gehen. Diese Momente, die sehen wir nicht. Und es ist aber so wichtig, dass wir an die denken. Kreativität ist sau anstrengend und mutige Schritte machen am Anfang selten Spaß. Wir denken immer so, irgendwann wirst du vom Blitz getroffen und dann weißt du, jetzt ist meine Leidenschaft. Und das ist einfach nicht wahr. Und ich finde es so gefährlich, wenn wir denken so, irgendwann trifft mich der Blitz und dann. Weil das muss auch wachsen. Und was dazu kommt, ist, dass Innovation selten bedeutet, dass du weißt, was du tust. Wir suchen doch immer danach so nach Sicherheit. Dass jemand sagt, nein, das, was du machst, das stimmt schon so. Und es ist aber eigentlich recht gefährlich. Mir hilft es einfach dann daran zu denken, dass es einfach manche Tage sind. Manche Tage sind einfach unkomfortabel, wenn du neue Ideen ausprobierst. An manchen Tagen fühlst du dich einfach so, als könntest du gar nichts. Und das hat jeder. Dieses Gefühl, ich kann gar nichts und alle anderen können alles, das hat einen Namen. Das ist ein psychologisches Phänomen, das heißt Imposter Syndrome. Ich habe da mal so eine Grafik gemalt. Unsere Vorstellung ist oft, was ich weiß, ist viel kleiner als das, was alle anderen wissen. Und die Realität ist sehr oft viel näher hier, dass wir eigentlich einfach in unserem Bereich etwas wissen und andere wissen halt in anderen Bereichen was. Und deshalb lass dich davon nicht verunsichern. Für mich heißt es einfach oft auch, dass ich mir das wieder in Erinnerung rufe. Weil es ist doch so die Gefahr, dass wir im Alltag plötzlich so eben in dieses Imposter-Syndrom kommen und dann denken, oh, ich kann gar nichts. Und das hat jeder.
Es gibt viele Geschichten, ihr könnt das Imposter-Syndrom auch mal googeln, es gibt viele Geschichten von Grammy-Gewinnern, von Sängerinnen wie Adele, wie Lady Gaga, die plötzlich vor einer Grammy-Show sich dachten, jetzt, wenn ich jetzt auf die Bühne gehe, dann merkt jeder, dass ich es eigentlich nicht kann. Und es sind die Dinge, diese Gefühle, worauf du aufpassen musst, weil das ist so ein Kreativitätsblocker. Weil das ist so etwa das Gegenteil von psychologischer Sicherheit, wenn wir nochmal zurückgehen zu dieser Studie. Es ist so wichtig, dass wir das uns auch selber gönnen, diese Sicherheit. Dass wir sagen, hey, ich darf auch mal daneben fahren. Und mir fällt kein Zacken aus der Krone, das ist eigentlich gar nicht schlimm. Weil Kreativität heißt am Schluss ganz viele Fehler und dann ein Erfolg. Mein letzter Punkt ist, Kreativität erfordert neue Wege. Warte nicht, besonders die, die jetzt noch nicht lange im Beruf sind, warte nicht, bis dir jemand sagt, wie deine Karriere geht. Warte nicht, bis dir jemand sagt, so musst du es machen. Weil das ist etwas das Schlimmste, was du machen kannst. Einfach warten, bis dir jemand sagt, so, hier, das ist jetzt deine Leidenschaft. Das wird nicht gehen. Und gleichzeitig ist es auch wichtig, dass du immer wieder deine Komfortzone verlässt. Manchmal haben wir doch die Idee von Leidenschaften, dass man die entweder seit Kindheit an hat, also so Team Mozart, seit 2 Jahren spiele ich Klavier und das liebe ich. Und dann gibt es so die andere Variante, irgendwann habe ich gemerkt, das mag ich. Das denken wir doch oft, dass es so ist, dass wir irgendwann eben so getroffen werden und dann denken, ja, das ist es. Der Punkt ist, dass sehr viel von Leidenschaft zu tun hat mit Probieren. Und es hat auch damit zu tun, zu probieren und dann zu merken, das ist es jetzt nicht. Und ich habe diese Geschichte selber erlebt. Ich habe ein Studium angefangen, wann war das, vor 3, 4 Jahren. Und das war ein Business Communication Studium, eigentlich voll die Branche, die mir gefällt. Es war berufsbegleitend, das war mir von Anfang an wichtig. Ich dachte, wenn ich da beginne, dann finde ich das. Und nach 2 Monaten habe ich gemerkt, hey, das passt mir nicht. Und jetzt habe ich 2 Möglichkeiten. Ich ziehe durch und ich verschwende 4 Jahre viel Geld. Es war eine private Schule, es war teuer für mich. Es war sehr viel Lebenszeit, die ich da irgendwie reingegeben habe, weil ich gedacht habe, so müsste das sein. Und dann habe ich die andere Möglichkeit, ich breche nach 2 Monaten ab und erkläre das meinen Freunden, meinem Mann, der auch viel Geld damit reingezahlt hat. Es ist nicht so lustig eigentlich. Aber trotzdem müssen wir uns manchmal dazu entscheiden, Dinge einfach wegzugeben, weil sie nicht die Leidenschaft sind, die wir gedacht haben. Und ich denke, da brauchen wir auch wieder die psychologische Sicherheit im Team. Achte vielleicht darauf, wenn du das merkst in einem Team, jemand macht eine Aufgabe, die du denkst, ja, die passt eigentlich gar nicht. Also wir haben das bei uns so im Team, wir haben Leute, die mögen Buchhaltung wirklich gar nicht. Schon Zeit aufschreiben ist wirklich so der Horror. Und andere, die können das super. Meine Schwester zum Beispiel, sie ist super genau. Und sie kann wunderbar Rechnungen schreiben und sie macht nie einen Fehler. Und ich schreibe vielleicht 4 Rechnungen im Monat und 2 davon haben die falsche Rechnungsadresse, weil ich es einfach nicht gern mache. Und bei uns ist es so der Punkt, dass wir uns gegenseitig auch darauf ansprechen und sagen, hey, du machst das doch gern oder du machst es doch gar nicht gern. Komm, lass mal das tauschen. Und ich denke, da kannst du im Team auch wieder Kreativität fördern, weil Leidenschaft fördert immer Kreativität. Wenn wir das finden, was wir gerne machen, können wir auch das machen, was wir gut machen. Und das ist oft das, was ich denke, das verfehlen wir im Alltag, dass wir sagen, ja, ich muss das halt jetzt, das ist jetzt halt, jemand hat mir gesagt, ich muss so. Und dann machen wir das und merken eigentlich gar nicht mehr so sehr, dass das eigentlich gar nicht das ist, was wir wollen. Und das merkt aber nicht nur ihr, sondern das merken die Kunden, das merken die Mitarbeiter, das merken die Leute unter euch, über euch, das merkt vielleicht auch eure Freunde, eure Familie, das ist einfach nicht produktiv. Und es klingt so weich, so psychologisch, aber es ist tatsächlich so. Die Google-Studie zeigt es. Psychologische Sicherheit, Auswirkung, Bedeutung, das ist das, was Teams erfolgreich macht. Und es ist eben nicht, wie lange du studiert hast, vielleicht im schlimmsten Fall noch etwas, was du gar nicht wolltest. Und du hast es erst zu spät gemerkt. Deshalb, vielleicht muss man auch wegkommen von dem, es gibt nicht den Weg. Wir stellen uns das manchmal so vor, wir kommen aus der Schule, dann studieren wir, dann arbeiten wir. Das unser ganzes Leben lang. Und das ist mein Weg. Und manchmal muss man den Weg einfach mal auf den Kopf stellen.
Warte nicht, bis jemand dir sagt, wie man es schon immer gemacht hat. Und niemand, keine Person, findet seine Leidenschaft, indem er sie nicht ausübt. Niemand. Das klingt jetzt logisch, oder? Also, wenn ich noch nie Klavier gespielt habe, kann ich auch nicht wissen, ob ich das gern mache. Aber oft denken wir so. Also ich denke, irgendwann bin ich Designer. Aber meine Design-Fails, die will ich nie machen. Und es geht nicht auf, weil Kreativität funktioniert so, dass wir 10-mal einen Fehler machen und beim 11. Mal gelingt es. Und deshalb, ich mag den Satz, du musst gehen, um neue Wege zu finden. Manchmal bleiben wir so stehen an einer Kreuzung oder so und denken, ah, jetzt sagt mir jemand, wo ich durchgehen soll. Vielleicht ist es mein Chef, vielleicht ist es noch meine Eltern oder irgendwer, muss mir jetzt sagen, wo es durchgeht. Und wir warten so auf die Person, die kommt und die auf die Schulter klopft und sagt, komm, ich zeig dir jetzt deine Leidenschaft. Und es geht einfach nicht, es funktioniert so nicht. Und ich denke, da müssen wir auch wacher werden, neben im Arbeitsalltag. Auch auf uns selber achten und merken, hey, das ist das, wofür ich brenne. Und das merkt man erst, wenn man es probiert. Und deshalb hier nochmal meine 3 Punkte. Kreativität erfordert neue Wege. Es ist manchmal sau anstrengend und es betrifft alle im Team. Egal, ob deine Rolle jetzt so kreativ genannt wird oder nicht. Es ist auch dein Job, Kreativität zu ermöglichen. Und deshalb, wenn du erfolgreich sein willst, dann wage Neues, trau dich Fehler zu machen und geh auf die Suche nach deiner Passion. Und schlussendlich ist das die Definition von Kreativität. Genau, das war mein Vortrag. Gibt es noch Fragen oder Anmerkungen? Und wenn nicht, freue ich mich, wenn wir uns verbinden, irgendwie, irgendwo. Applaus